Trabant-Kübelwagen. Ein Mehrzweckfahrzeug. Technische Daten. Frontantrieb mit der Kraft der zwei Kerzen. Zweizylinder-Zweitaktmotor. Hubraum rund 600 Kubikzentimeter. 26 PS. Kraftstoff ab 72 Oktan. Benzin-Öl-Gemisch im Verhältnis 1:50. Verbrauch 7 bis 10 Liter. Jeder Durchschnittsheimwerker kann einen Trabant bedingt durch seine einfache Bauweise reparieren. Luftkühlung. Der sogenannte Kühler ist also beim Trabant eine Attrappe aus Pappe bzw. Duroplast. Der Trabantkübel vermittelt direkt das Fahrgefühl im ursprünglichen Sinn. Direkter Kontakt zum Fahren, ohne Bremskraftverstärker oder Servolenkung, keine hinderlichen Kopfstützen, keine Türen und keine Sicherheitsgurte. Maße 3,50 Meter lang, 1,50 Meter breit und 1,45 Meter hoch, rund 600 Kilogramm Leergewicht. Besondere Merkmale: Unterfahrschutz, robuste Stoßstangen, Nebelscheinwerfer, Einsatz in besonders schwierigem Gelände. Der Trabant hat eine selbsttragende Karosserie mit Aufbauteilen aus Duroplast, Querblattfedern vorne und hinten. We'll be right back.
allwetterverdecktes Trabant mit seinen einknöpfbaren Seitenteilen kann im Handumdrehen entfernt werden. Macht das sämmerliche Fahren Freude. In kalten Regionen sorgt die eingebaute Benzinstandheizung für Wärme. Hier sehen wir die russische Gedächtniskirche. Wie die meisten Baugruppen des Trabant ist auch die Scheibenwischanlage mechanischer Natur. Höchstgeschwindigkeit 100 km pro Stunde. Solche Höchstgeschwindigkeitsversuche sollte man zur Sicherheit aller Genossinnen und Genossen nur in Ausnahmefällen durchführen. Denn der Trabant verfügt über eine hydraulische Einkreisbremsanlage und Trommelbremsen. Dieser Film ist hergestellt vom volkseigenen Betriebszentrum durch Genossin Rieke Zeller und Genossin Aramis Kölfer.